Also erstmal herzlich willkommen. Ich habe die Session Accessible for All, barrierefreie Seiten für Schüler. Wir wollen heute erreichen, dass ihr wisst, was Barrierefreiheit im Web überhaupt bedeutet, was die wesentlichen Standards sind. Und da wir ja nicht als Privatleute sozusagen da sind, sondern Dienst und Schnaps trennen müssen, sollt ihr als Dienstleister wissen, wie ihr mit Kunden und Auftraggebern über Barrierefreiheit spricht. Natürlich auch, worauf ihr beim Erstellen einer barrierefreien Seite achten sollt. Ich bin ein älteres Semester und habe viele Jahre lang im Software Engineering gearbeitet, 30 Jahre lang. Und in dieser Zeit die gesamte Entwicklung nicht nur der Informatik, sondern auch der Barrierefreiheit miterlebt. 2008 wollte ich mich in den Ruhestand begeben und habe da Juna entdeckt. Seitdem ist der Ruhestand recht unruhig geworden. Ich habe als Co-Autor ein Buch über Joomla geschrieben und seit 2014 bin ich als Web Developer für Wicked Software und MLQ beschäftigt. In der ganzen Zeit, also seit 1985 ungefähr, bin ich auch in einem Verein für Behinderte. Dort habe ich von der ersten Webseite aus, die noch 1995 ungefähr mit schönen Layout-Tabellen gestaltet war, Schritt für Schritt die gesamte Entwicklung erlebt und immer wieder neue Relaunches gemacht, um mich den neuen Standards anzupassen. Das ist die private Seite. Ich habe da gesehen, dass das Internet für die Behinderten das Tor zur Welt ist. Und das ist für mich ein persönliches Anliegen, den Behinderten da zu helfen. Ich selber bin auch betroffen, und zwar insofern, als ich nichts höre. Also wenn ihr jetzt eine Frage habt, dann werde ich die nicht hören. Und deshalb habe ich euch ein paar Karten gegeben. Wenn jemand was fragen will, dann schreibt das bitte auf und dann werde ich das beantworten. So. Die Gliederung, die ich jetzt habe, das ist, dass ich zuerst mal erkläre, was überhaupt die Barrieren im Web sind. Wie könnt ihr mit dem Auftraggeber sprechen, wie erklärt ihr ihm, wo der Vorteil ist, eine Website barrierefrei zu machen. Um das zu erklären, müsst ihr die Standards kennen. Dann werde ich euch anhand meiner Vereinsseite zeigen, wie ich einiges umgesetzt habe. Und am Ende fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Die erste und offensichtliche Barriere ist natürlich Blindheit. Das Web ist ein visuelles Medium und es ist ganz klar, dass Blinde das nicht erkennen können. Das waren auch die ersten Anstrengungen, die ersten Aktionen, dass man die Layout-Tabellen eliminiert hat, um Blinden die Möglichkeit zu geben, durch einen Screenreader den Inhalt zu erfassen und vorgelesen zu bekommen. Aber das ist natürlich nur ein Aspekt. Es gibt noch andere Barrieren, die Menschen davon abhalten, den Inhalt einer Webseite zu erfassen. Das sind oft ganz kleine Sachen, Farbfehlsichtigkeit zum Beispiel. Das ist gar nichts Besonderes, viele junge Männer auch sind rot-grün blind. Alterssichtigkeit betrifft ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, also ab 40 kann das ja schon eintreten. Gesichtsfeldstörungen, dann, wie ihr gesehen habt bei dem Foto von meinem Verein, es gibt Menschen, die ihre Hände nicht oder gar nicht bewegen können. Rollstuhlfahrer sind nicht unbedingt so dynamische Menschen, sondern teilweise schwerst gelähmt. Dann gibt es Aufmerksamkeitsstörungen, zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Brauchen Leute lange, um Inhalte zu erfassen.
Gehörlosigkeit. Und das ist kein Scherz, das ist eine echte Behinderung. Denn jetzt gibt es immer mehr Videotutorials. Und da bin ich aufgeschmissen, wenn keine Untertitel da sind. Es gibt Menschen, die Probleme mit dem Sprachverständnis generell haben. Auch einfach, weil sie keine Deutschen sind oder nicht Deutsch sprechen. Es gab viele Jahre, in denen ich diese Anstrengungen für eine barrierefreie Seite anpreisen musste wie saures Bier und die Auftraggeber sofort abgewinkt haben, wenn sie festgestellt haben, das sei eventuell mit Kosten oder Anstrengungen verbunden. Aber inzwischen ist es zum Glück anders, denn einerseits hat der Gesetzgeber fast überall dafür gesorgt, dass mehr oder weniger freiwillig Webseiten barrierefrei gemacht werden müssen. Es ist auch so, dass Barrierefreiheit gleichzeitig mit SEO verbunden ist. Und ein ganz großer Sprung war das Responsive Design. Das hat für die Behinderten einen ungeheuren Vorteil gebracht. Und das zeige ich euch jetzt kurz. Also in Bezug auf den Gesetzgeber in Österreich gibt es das Behindertengleichstellungsgesetz. Das wurde 2006 verabschiedet und hatte eine 10-jährige Übergangsfrist. Das heißt, 2016 besteht die Pflicht, dass Unternehmen, die Informationen öffentlich anbieten, dies barrierefrei tun müssen. Das zweite, SEO. Alles, was ihr für Blinde tut, macht ihr auch für die Suchmaschine. Denn Suchmaschinen sind blind. Die erkennen den Quelltext, die erkennen die semantische Auszeichnung, genauso wie der Screenreader für Blinde. Natürlich gibt es Maßnahmen nur für SEO, nur für Barrierefreiheit, aber es gibt eine ganz große Schnittstelle. Und zwar so ein kleines Beispiel ist, dass man eine konsistente Gliederung haben muss. Ihr habt ein H1, Hauptüberschrift, H2, 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 H3, H3, H3. Das ist für Suchmaschinen gut, ist natürlich für Screenreader gut. Was aber ganz oft vorgekommen ist schon, das ist, dass ein fleißiger Redakteur einen Text schreibt und auf die Idee kommt, ja, also hier möchte ich eine orange große Überschrift und das H4, ja genau, das hat genau dieses Format, was ich möchte. Also mache ich da mal ein H4. Das werdet ihr oft finden, wenn ihr genau aufpasst. Sowas ist natürlich schlecht und sowas kann man vermeiden, indem man einfach eine passende Klasse definiert. Das unterstützt Joomla momentan nicht direkt. Da müsst ihr direkt selber eingreifen und den Editor entsprechend die Klasse zur Verfügung stellen. Aber das war jetzt nur ein Beispiel, warum solche SEO-Maßnahmen auch gleichzeitig für die Barrierefreiheit gut sind. Das Alt-Attribut ist ja gut bekannt eigentlich. Das ist eine SEO-Maßnahme. Denn Alt-Attribute können geschickt platzierte Keywörter aufnehmen und gleichzeitig ermöglichen sie es den Blinden, die Inhalte von Bildern mitgeteilt zu bekommen. Das unterstützt auch Joomla, indem es bei den Thumbnails und den Artikelbildern die Alt-Attribute schon anfordert. Die Responsive-Techniken haben einen ganz großen Vorteil gebracht für die Blinden. Denn jetzt muss ich keinem mehr erzählen, dass er nicht pixelgenaue Designs verwenden soll, die dann das Querscrollen erzwingen. Das ist einfach Geschichte, hat sich erledigt. Oder große Schriften zu verwenden. Es gab eine Zeit, da waren Schriften so winzig klein, um möglichst viel Inhalt auf eine Seite zu bringen. Das ist auch Geschichte.
Er braucht bloß an die Hornpeitscher denken. Und was eben auch positiv ist, das ist, dass für die Blinden die Inhalte nicht verloren gehen, wenn man die Seiten zusammenschiebt, sondern es gleitet alles schön untereinander. Und man sorgt ganz automatisch dafür, dass dieses Untereinandergleiten auch die Inhalte ordentlich zusammenhält. Ja, das sind jetzt Gründe, um Barrierefreiheit einfach zu verkaufen. Oder beziehungsweise man braucht es eigentlich gar nicht mehr verkaufen, sondern es wird automatisch gefordert. Aber um zu wissen, was Barrierefreiheit ist, muss man die Standards kennen. Und ja, Standards sind eben leider was Langweiliges. Ihr findet alle Standards und alles, was es zur Barrierefreiheit gibt, im Web. Es gibt dieses World Wide Web Consortium und innerhalb dieses World Wide Web Consortiums gibt es eine Abteilung für Accessibility. Es gibt sehr gute, aber wirklich sehr gute Seiten, auf Deutsch auch, in denen diese Inhalte also wirklich wunderbar beschrieben sind. Aber das Original ist hier. Das ist die Zusammenstellung dieser Seiten, ist eigentlich recht hässlich, finde ich. Und besteht aus gefühlt einer Million einzelner Seiten und Hinweise und Regularien. Kein Mensch kann das alles lesen, aber es ist da. Das hier ist eine sehr gute Seite auf Deutsch, auf der ich auch selber immer nachschaue. Aber das Original ist eben das Englische. So, diese Standards sagen als erstes, dass eine barrierefreie Webseite wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein muss. Das ist das PUR-Prinzip. Passivable, Operable, Understandable und Robust. Das sind jetzt nur Schlagwörter, das sind Hauptüberschriften sozusagen in diesem Standard. Und innerhalb dieser Prinzipien kommen jetzt Richtlinien. So, diese Richtlinien führen dazu, dass ihr mit dem Auftraggeber, wenn ihr einen Vertrag macht, du machst eine barrierefreie Webseite. Jetzt könnt ihr mit dem Auftraggeber sprechen, okay, jetzt definieren wir mal barrierefrei. Welche Konformitätsstufe möchtest du? Das ist die erste Frage. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gehört, es war auch vorhin die Rede davon, Joomla wird in Version 4 die Kompatibilitätsstufe AA erreichen oder unterstützen. Die Stufe A bedeutet, dass eine Seite allgemein und gut für alle Behinderten lesbar ist. Bei Stufe AA gibt es noch zusätzliche Regularien, die schon für schwerere Behinderungen sozusagen zuständig sind. Und die Stufe mit den 3a ist etwas, was man im Normalfall überhaupt nicht anstrebt und nicht erreicht. Das machen eigentlich nur Behörden und Ämter, oder die wirklich die gesamte Bevölkerung ansprechen müssen und wollen. Für eine normale Webseite ist das fast sinnlos, denn es bedeutet zum Beispiel, dass ihr Gebärdensprachvideos für jeden Text anbieten müsst. Und wer kann schon jeden Text als Gebärdensprache darstellen? Ja. So. Diese gesamten Regelungen sind jetzt erstmal nur Text. Und jetzt kommt es darauf an, dass man das auch nachweisen kann. Wenn der Auftraggeber sagt, so, du hast jetzt unterschrieben, dass du mir eine barrierefreie Webseite machst, ja, dann übergibst du ihm das
Und dann sagt er, aha, ja, schön, und jetzt beweisen wir, dass das barrierefrei ist. Dann bietet diese Struktur eine Liste von Erfolgskriterien an. Wir haben Erfolgskriterien, die testbar sind. Also 61 Stück. Zu jedem dieser 61 Erfolgskriterien könnte ich jetzt eine Session machen. Denn es gibt erstmal ein Erfolgsprinzip, zum Beispiel hier Possible. Du musst zu jedem Nicht-Text-Element einen Alt-Text haben. Das ist das Erfolgskriterium. Da kann jetzt einer über den, mit dem Browser drüber gehen und jedes Bild anschauen, hast du einen Text oder nicht. Aber es gibt ungefähr 500 Ausnahmen von dieser Regel. Die sind also hier beschrieben. Und die erzähle ich euch jetzt auch nicht. Sondern ich möchte euch nur sagen, ihr habt im Internet diese 61 Erfolgskriterien beschrieben mit allen Ausnahmen, allen Techniken. Und wenn der Auftraggeber jetzt sagt, bist du barrierefrei, dann sagst du, ja, ich habe alle Kriterien, die relevant sind, getestet und nichts stört. So, das wäre das absolute Erfolgskriterium. Und jetzt möchte ich euch anhand meiner Vereinsseite ein paar Beispiele zeigen, was man umsetzen kann und wie man es umsetzen kann. Dabei ist meine Vereinsseite keine offizielle, keine Behördenseite natürlich. Ich bin jetzt auf der Seite, dass ich eine Konformitätsstufe AA anstrebe. Und zwar im Frontend. Vom Backend wollen wir bei Joomla lieber nicht reden. Ja, ich habe Christine ein paar Karten verteilen lassen. Wenn ihr also Fragen habt, dann schreibt das bitte auf und gebt mir es rüber. Wir haben also jetzt einen Auftrag für eine barrierefreie Website fertig. Was macht ihr jetzt als Webdesigner? Ihr schaut euch erstmal den Content an, legt eine Struktur drüber und manchmal hat auch der Auftraggeber schon ein schönes Template, so soll es ausschauen. Ja. Oder ihr macht selber ein Template. Jetzt müsst ihr dieses Content, Struktur und Design mit den vorher genannten Prinzipien zusammenbringen. Der Content muss wahrnehmbar sein, muss verständlich sein, Struktur muss wahrnehmbar sein, logischerweise. Also eigentlich ist alles mit allem verbunden. Und egal wo ihr anfangt, ob ihr mit einem schönen Template anfangt, das der Designer schon vorgelegt hat, oder ob ihr mit dem Content anfangt, ist egal. Ihr müsst überall alle Prinzipien beachten. Bei meiner Vereinsseite war das so, der Content war eh schon da, das war der letzte Launch von 1000 Seiten. Die Struktur war im Prinzip auch schon klar. Und in dem Fall konnte ich erstmal mit dem Design und mit dem Template anfangen. Da gibt es also diesen berühmten Punkt, stellen Sie Textalternativen für alle Nicht-Textelemente zur Verfügung. Ja, das war bei mir zunächst mal ganz einfach. Wir hatten nur Bilder und keine Videos. Also überlege ich mir. Jetzt schaut mal das an. Was meint ihr? Bild A muss das eine Textalternative haben? Hand hoch. Bild 2 muss das eine Textalternative haben? Ja. Also, es ist so, Bild 1 kann eine Textalternative haben, jedes Bild kann eine Textalternative haben. Aber bei Bild 1 würde eine Ausnahme greifen, eventuell. Und zwar
Bilder, die nur der Dekoration dienen, müssen keine Textalternative haben, weil sie keinen Mehrwert für den Blinden bieten. Es ist einfach Dekoration. Ich kann aber jetzt natürlich, wenn ich da ein Keyword verstecken will, die Textalternative machen, Badesee mit Rolli-Rampe. Beim Bild B stellt sich die Frage gar nicht erst. Das ist ein Bild, das eine Information hat und diese Information muss vorgelesen werden. Also ist der Alttext, schreibe ich in den Alttext diese Information rein. Dann gibt es eine Regelung, der nächste Richtlinie wäre, stellen Sie Alternativen für zeitbasierte Medien zur Verfügung und das sind Videos zum Beispiel. Wenn das ist jetzt wir haben auf unserer Seite jetzt ein Video eingesetzt und jetzt sind wir dabei, das zu untertiteln. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, aber muss eben sein. Da gibt es, erstellen Sie Inhalte, die auf verschiedene Arten dargestellt werden können, zum Beispiel mit einfacherem Layout. Das ist jetzt eine Sache, die mit der Responsivität schon fast abgedeckt ist. Wenn ihr macht Module, Module, Module nebeneinander, untereinander, die kann der Behinderte nicht erkennen, weil es zu klein ist. Also vergrößert er, damit ändert sich die Darstellung, alles gleitet untereinander und die Texte sind groß. Super, alles gemacht. Und es darf dabei keine Information verloren gehen. Also wenn es einem einfällt zu sagen, naja, das Modul da, den mache ich halt bei größeren Darstellungen. Dann muss man sich das überlegen, ob dieser Modul irgendeine Information enthält, die man dem Blinden dann vorenthält. Und jetzt kommt was ganz witzig ist. Machen Sie es für den Benutzer leichter, Inhalte zu sehen und zu hören, einschließlich der Trennung zwischen Vordergrund und Hintergrund. Das ist, hört sich zunächst ganz leicht an. Also Hintergrund ist gewöhnlich eine Farbe, Vordergrund ist der Text mit einer anderen Farbe. Ja, das ist jetzt die obere Ecke von meiner Vereinsseite. Und ursprünglich wollte ich das schön und elegant mit Grau auf Weiß machen oder Weiß auf Grau plus einem roten Hingucker. Aber dann habe ich mir diese Regel genauer angeschaut und da steht, die Minimum Contrast Ratio muss 4,5 sein auf Level AA. So, jetzt gibt es eine sehr schöne, eine sehr schöne Webseite, ihr könnt es jederzeit nachschauen, von Lea Verhoe über die Contrast Ratio. Und das, da kann man ein bisschen damit spielen, das kann man auch dem Designer oder dem Auftraggeber zeigen, indem man die Vordergrundfarbe auf der einen Seite einstellt, die Hintergrundfarbe auf der anderen. Und dann in der Mitte auf den Punkt schaut, ist das jetzt, entspricht das jetzt der Richtlinie oder nicht? Wobei es natürlich wieder Ausnahmen gibt, denn wenn ein Text sehr groß ist, muss er nicht diese starke Contrast Ratio haben. Ich habe ja gesagt, jede Regel hat eine Ausnahme oder zwei oder drei. Aber das ist mal etwas, was man eben den Designern gut zeigen kann. Und hier, das ist witzigerweise auch Vordergrund und Hintergrund. Denn wenn ein Blinder sich etwas vorlesen lässt, ja, dann hört er das nicht, wenn im Vordergrund Musik spielt. Das heißt, es gab früher ganz viele Webseiten, die irgendwie ein Vogelgezwitscher oder irgendwelche Geräusche gemacht haben, wenn man sie aufgerufen hat.
Das hat sich inzwischen weitgehend gelegt, aber das ist ein Ausschlusskriterium. Ich habe vorher gesagt, wenn alle Kriterien erfüllt sind und nichts stört. Und das ist der Punkt, was stört. Damit ist die ganze Webseite nicht mehr barrierefrei. Ihr könnt hier auch weitere Tests machen, zum Beispiel auf Farbfehlsichtigkeit. Wie es sieht, ich kann einen ganz starken Farbkontrast nehmen, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, blau auf gelb meinetwegen. Dann gibt es womöglich eine Farbfehlsichtigkeit, wie bei Rot-Grün-Blindheit, dass der Betreffende blau auf gelb eben nicht erkennen kann. Es gibt eine Regel, dass Schriftgröße auf 200% vergrößerbar sein muss, ohne dass Information verloren geht. Das kann inzwischen jeder Browser, ist klar. Also insofern ist inzwischen bei den Webdesignern dieses Font-Size-Switcher verpönt. Und es wird auch nicht gefordert. Aber ich hatte die Font-Size-Switcher weggelassen. Und die Leute in meinem Verein sind ja Menschen, die Hände nicht oder nur mit Schwierigkeiten bewegen können. Die arbeiten mit einer Kopfmaus oder mit der Zunge. Und für die ist es viel leichter, einen Punkt beim Font-Size-Switcher anzuklicken, als Tastenkombinationen zu betätigen oder eine Maus zu scrollen. Das können sie eben nicht. Deshalb ist es bei mir drauf. Und damit habe ich dieses Erfolgskriterium 144 abgedeckt. Textgröße ändern, also habe ich noch zusätzlich durch eine Extramaßnahme abgedeckt. Das ist auch eine absolute Regel und das inzwischen auch Standard, dass es keine festen Pixelwerte für Schriften geben soll, weil die eben verhindern, dass man die Schriftgröße erweitert. Wobei es bei Pixelgrößen von 32 Pixel sowieso nicht mehr notwendig ist. Aber es stimmt nicht, es ist doch. Es gibt nämlich Menschen, die ein verengtes Gesichtsfeld haben. Die sehen nur noch durch so einen kleinen Bereich. Die wollen die Texte verkleinern, damit sie wenigstens in ihrem kleinen Bereich noch mehr erkennen können. Es gibt nichts ohne Ausnahme. So, und jetzt ist auch ein Punkt, den wir, die wir die Hände bewegen können, wir klicken ja so selbstverständlich, wie wir atmen. Aber was ist mit den Leuten, die Hände nicht bewegen können, die tappen? So, also, es muss jedes Element auf der Webseite per Keyboard erreichbar sein. Jetzt nehmt ihr mal bei euren Seiten die Maus raus. Setzt euch auf eine Hand und fangt an zu tappen. Und dann schaut ihr mal, wo ihr hinkommt. Und da gibt es jetzt eine Regel. Der Fokus ist heilig. Das müsst ihr euch merken. Denn wenn ihr tappt und seht nicht, wo der Fokus ist, und dann schaut ihr mal kurz weg und bringt den Müll raus und kommt zurück, dann wisst ihr nicht mehr, wo ihr seid. Der Fokus ist also heilig und wird leider manchmal von Webdesignern explizit weg, die Markierung explizit weggemacht, weil sie eben nicht so schön ist, wenn man die Pünktchen sieht auf der Navigation. Und auch zum Beispiel, dass die Reihenfolge stimmt. Die kann man ja auch beeinflussen mit JavaScript oder sonst wie. Wenn also einer tappt und denkt sich, es geht immer vorwärts und plötzlich tappt er und ist wieder am Anfang, ist auch schlecht. Sowas muss man einfach durchtesten und sowas muss man dem Auftraggeber auch beweisen, wenn er sagt, ich habe eine Webseite bestellt, die barrierefrei ist.
Jetzt, das hier ist wieder etwas, was beim Mannverein eben eine persönliche Motivation ist. Wir hatten eine Dame, die die Hände nicht, also nur mit Schmerzen bewegen konnte. Und sie sollte auf so einer Seite diese Details hier anklicken, den Detail-Button anklicken, um dann auf der folgenden Seite Korrekturen vorzunehmen. Und ich habe ihr zugeschaut, welche Mühe es das gekostet hat und wie oft sie mit ihrer Hand daneben gefahren ist, um diesen Button zu erwischen. Das ist der ganz normale Protostar, also Bootstrap-Button. Deshalb sind hier zum Beispiel die Bilder mit Links hinterlegt. Die Bilder kannst du treffen, das ist eine große Fläche. Ja, dann, wenn ihr mal an eure Website denkt, wir haben zum Beispiel Textslider eingesetzt. Ihr wisst schon, also diese News-Sticker zum Beispiel, das sind Barrieren für Leute, die nicht mehr lesen können. Also ich hasse das selber auch. Denn der Designer, der das macht, der stellt meistens eine Geschwindigkeit ein. Er weiß ja, dass bloß Lorem Ipsum drinsteht. Der stellt dann meistens eine Geschwindigkeit ein, dass einem der Text schon vor der Nase weggerissen wird, bevor man überhaupt zum Lesen kommt. Gibt es noch was? Und zwar ein Session Limit. Wenn ihr Session Limit einstellt, wenn ihr ein Formular auszufüllen habt und ihr stellt das Session Limit, sagen wir mal, auf 10 Minuten, dann gibt es eben Menschen, die, also sagen wir mal mit der Kopfmaus, ein Formular ausfüllen müssen und einen Namen vielleicht noch schreiben müssen. Die rufen die Tastatur auf und klicken jeden einzelnen Buchstaben mit ihrer Kopfmaus mühsam an. Und dann haben sie endlich das ganze Formular ausgefüllt und sagen senden und dann Session Ende. Das ist also so. Der Punkt, der dürfte inzwischen allgemein bekannt sein, das sind Elemente, die so schnell, wie nennt man das, weißt du? Danke. Dass Menschen mit entsprechender Krankheit Anfälle bekommen, epileptische Anfälle bekommen. Und dass man das vermeidet, ist klar. Ja, und jetzt kommen wir zur Struktur. Also wir haben jetzt den Content sollte jetzt einigermaßen lesbar sein. Dann muss man aber auch navigieren. Und für diese Navigation bietet also Joomla schon ganz gute Voraussetzungen, denn wir haben was wir nicht machen dürfen. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese nervösen Dropdown-Menüs, bei denen man, also sogar wenn man die Hände ganz gut bewegen kann, Mühe hat, einen die dritte Stufe in dem Dropdown-Menü zu erwischen, weil das immer sofort weggleitet, wenn man mal einen Millimeter daneben fährt. Sowas ist also tabu, absolut tabu. Es ist auch, wenn man nur Bilder oder Links als Buttons verwendet und diese Links nicht mit Alttexten versieht, ist natürlich auch für Blinde absolut unbedienbar. Dann gibt es eine Regel, es muss die Struktur muss verständlich sein. Wobei ich sagen muss, was ist verständlich? Da hat man schon einen ziemlichen Interpretationsspielraum. Die Faustregel ist ungefähr, dass man mit 2 bis 3 Klicks zu jedem Element der Seite kommen soll. Aber es gibt keine Vorschrift, wo die Links zu finden sind, wie sie angeordnet sind. Das muss jeder für sich entscheiden. Was man da machen kann und was Joomla auch unterstützt, das sind zum Beispiel Split-Menüs. Also einzeilige Menüs,
Und auf der Seite die nächste Ebene. Das ist auch so Tab-Menüs, das ist alles okay. Und das ist auch ausgezeichnet. Das seht ihr, wenn ihr im Quelltext schaut, da steht eben Navigation, dann weiß der Screenreader, jetzt kommt die Navigation. Das kann ordentlich angetappt werden. Das ist okay. Und Megamenüs kann man auch einsetzen. Megamenüs sind ja richtig große Schaltflächen, die nicht gleich wegrutschen, wenn man drauf navigiert. Das wäre also die akzeptable Alternative. Breadcrumbs bietet Joomla automatisch an, flache Hierarchie und Skip-Links. Skip-Links sind eigentlich nicht so besonders bekannt, sind aber für Blinde sehr nützlich. In den alten Beats-Templates, auch in dem neuen Beats-Template, sind einige Skip-Links eingebaut. Das sind versteckte Links, die der Benutzer nicht sehen muss, die das Sehende nicht sehen muss, die aber den Blinden helfen, zum Beispiel ganze Blöcke zu überspringen, sodass er oben anfängt, auf den Skip-Link geht, sagt, überspringe das Menü, geh gleich zum Footer oder geh gleich zum Top. So, und jetzt kommt was. Das ist jetzt, haltet euch gut fest. Ich habe heute einige Webseiten gesehen bei anderen Vorträgen. Und auf allen waren Menüs, waren Links im Text. Nur durch die Farbe erkennbar. Ja. So, und jetzt seid ihr mal farbenblind. Woher wisst ihr jetzt, was ein Link ist? Eine Seite, bei der Links im Text nur durch die Farbe erkennbar sind, kann nicht barrierefrei sein, egal was ihr sonst noch macht. Also wohlgemerkt, es geht jetzt um Texte, nicht um Navigation, dort das ist anders, da weiß der Screenreader, dass das ein Link ist. Es geht um Texte. Denn ein Farbenblinder kann im Text nicht erkennen, dass da ein Link ist. Wenn man nicht unterstreichen will und jeder, die meisten Designer vor allem nur macht, wenn ihr sagt, ich möchte die Texte unterstrichen haben, dann müsst ihr zum Beispiel so ein Link-Kennzeichen einbauen. Das geht, das ist auch schön. Aber sowas, das trifft ganz viele. So, dann haben wir die Anforderung, und das ist wieder so eine vage, wischiwasche Anforderung, finde ich, wo man sehr diskutieren kann. Machen Sie Textinhalte lesbar und verständlich. Lesbar ist klar, das hatte ich schon gesagt mit der Schrift. Aber was ist verständlich? Jetzt nehmen wir mal, da wir gerade in Wien sind, nehmen wir mal die Strudelhofstiege. Wenn jetzt einer eine Webseite schreibt über Heimito von Doderer und die Strudelhofstiege in der Universität, das Masterseminar, dann ist es okay, wenn dieser Text so schwierig ist, dass es 90% der Menschheit ausschließt. Das gilt dann nicht als Barriere, sondern es ist einfach, es liegt einfach am Thema. Wenn dagegen Wien auf der Tourismusseite die Strudelhofstiege für Rollstuhlfahrer vorstellt, ist auch blöd, aber egal, dann wird er vielleicht eine leichte oder einfache Sprache verwenden. Und je nachdem, welche Konformitätsstufe er will, will er 3a erreichen,
drei. Wird er eine leichte Sprache wählen, wobei eine leichte Sprache eine richtige eigene Sprache ist, wo genau festgelegt ist, wie die Sätze aufgebaut sind, wie viele Wörter sie enthalten dürfen und sowas. Auch eine Sache, es gibt ja viele Webseiten, in denen PDFs angeboten werden. Wenn eine Seite komplett barrierefrei sein muss, müssen auch die PDFs barrierefrei sein. Es ist aber schwierig und kostenaufwendig, PDFs barrierefrei zu machen. Es ist eine Fieselei und man kann auch nicht von Redakteuren mehr erwarten, dass sie diese Arbeit auf sich nehmen. Aber man kann, und das habe ich auf meiner Seite gemacht, diese PDFs als HTML zusätzlich darstellen. Muss sich halt einer hinsetzen und 20 Minuten lang das PDF in HTML kopieren. Das geht schon. Aber damit ist man aus dem Schneider, was die Barrierefreiheit angeht. Oder auch, wenn man Fremdsprachenzitate im Text hat. Was macht der Screenreader? Also das Sehende sieht, der König sagte, Honiswaki Malipos, okay. Wenn es der Sehende nicht aussprechen kann, macht er nichts, der kann sich das kopieren oder auf den Google Translator legen. Aber was macht der Screenreader? Der Screenreader ist auf Deutsch eingestellt. Also liest er das auch auf Deutsch. Und was versteht man dann? Deshalb müsste ein Redakteur, der einen Text schreibt, die Sprache kennzeichnen mit einem Tag, mit einem Language Tag. Zu Tabellen, das ist eines der bekanntesten Themen überhaupt. Es ist klar, dass keine Lauttabellen mehr verwendet werden. Das macht sowieso keiner mehr. Aber Datentabellen sind Datentabellen, auch für Blinde. Nun gibt es einfache Tabellen, also zum Beispiel Name, Eva, Straße. Das ist einfach und das kann man auch zum Beispiel als Definition List hinschreiben. Es gibt aber Tabellen, Buchhaltungstabellen oder Rankings, die einfach Tabellen sind und bleiben. Und die muss man, wenn man barrierefrei sein will, ganz sorgfältig aufbauen und mit Tags versehen. Zum Beispiel auch mit Scope. Man schreibt, man hat einen Titel, Datum und schreibt Scope Row. Dann weiß der Screenreader, wenn er so eine Zelle aufnimmt, dass das eine Zelle in der ist, die zum Datum gehört. Ja, jetzt kommt wieder eine Richtlinie, die etwas wischiwaschi ist. Sorgen Sie dafür, dass Webseiten vorhersehbar aussehen und funktionieren. Was ist das jetzt eigentlich? Das wäre, was ich vorher schon gesagt hatte, in einem anderen Zusammenhang, wenn ein Link nicht erkennbar ist. Es ist nicht vorhersehbar, dass irgendwas ein Link ist, was nicht gekennzeichnet ist. Aber im Wesentlichen beziehen sich solche Sachen auf das Tapping und auf Formulare und auf Buttons. Wenn ich einen Button habe, dann erwarte ich, dass dieser Button zum Beispiel meine Detail-Buttons, dass diese Detail-Buttons zum Detail springen. Und ich erwarte nicht, dass sie ein neues Fenster öffnen. An diesen Stellen kann ich aber nur wieder, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, dass der Fokus heilig ist, auf den Fokus verweisen. Es gibt Fälle, in denen man zum Beispiel ein Feld anklickt. Es öffnet sich dann zum Beispiel ein Hilfsbildschirm. Und auf dem Hilfsbildschirm steht plötzlich der Fokus. Dann geht es nicht mehr zurück.
In solchen Fällen, bei Captchas zum Beispiel auch, in solchen Fällen ist der User, der nur tappen kann, ist der gefangen, kommt nicht mehr raus. Eine solche Seite kann nicht barrierefrei sein. Das müsst ihr, wenn ihr also zum Beispiel Extensions einsetzt. In Joomla selber, wenn man das normale Joomla verwendet, wie Sigrid auch gesagt hat, Just Joomla, da ist man einigermaßen auf der sicheren Seite. Aber in dem Moment, wo ihr irgendwelche fremden Extensions habt, wisst ihr das ja nicht. Da kann alles passieren. Da müsst ihr also dann selber immer schon sorgfältig durchtappen. Ja, und diese Regel jetzt, das ist die letzte, die sagt einfach, dass der Code stabil, sauber, eben robust sein muss, sodass Screenreader und andere assistive Hilfsmittel damit arbeiten können. Ich habe jetzt nur als Beispiel, dass in meinem Verein ist einer, der hat nur mit der Kopfmaus, aber nur mit der Kopfmaus, der konnte gar nichts mehr bewegen, hat immer noch als Grafiker gearbeitet. Und er hat nur mit der Kopfmaus solche Grafiken geschaffen. Der war vollkommen auch darauf angewiesen, dass ihm alles ordentlich vorgelesen wird. Die Basis, die Joomla bietet, die ist momentan eigentlich ganz stabil für Level A. Wenn ihr aber jetzt was drauf aufsetzt, wenn ihr Templates verwendet, die nicht stabil programmiert sind, Templates sind ja auch Code, dann seid ihr selber dafür zuständig, dass ihr diese Basis von Joomla nicht zerstört. Ja, das ist jetzt also leider sehr schlecht zu erkennen, aber das ist ja, ich sagte, wenn ihr Erweiterungen einsetzt, wisst ihr nicht, ob diese barrierefrei sind. Das hier ist das normale Joomla-Anmeldeformular. Wenn einer Benutzernamen nicht eingibt, was passiert dann? Dann greift die Form Validation, JavaScript. Was bedeutet das jetzt für den Blinden? Für den Blinden bedeutet das, dass sich der Zustand der Seite ändert, dynamisch. Aber der Screenreader weiß nichts davon. Und dafür gibt es eine Technik, die nennt sich Area. Das ist Reach Internet Application. Und die besteht darin, dass den Elementen Area-Attribute, zusätzliche Attribute zugewiesen werden, mit Information zum Beispiel Area. Zum Beispiel eben Area Invalid. Das kann der Screenreader wieder sehen. Dass sich die Seite, hat sich ja nicht neu aufgebaut, das hat er nicht bemerkt. Er bemerkt das an solchen Area-Attributen. Wenn ihr aber jetzt eine fremde Extension einsetzt, wisst ihr nicht, ob die sauber mit Joomla Formfields arbeitet. Das müsst ihr dann nachschauen. So, jedes Eingabefeld muss ein Label haben. Das sind auch Sachen, dieses Label kann aber versteckt sein für den Menschen. Es muss nur da sein für den Screenreader, damit der Screenreader eben den Blinden sagen kann, so, du hast hier ein Eingabefeld und dieses Eingabefeld soll den Namen enthalten. Für den Menschen für den Sehenden muss es nicht unbedingt dastehen, da könnte zum Beispiel auch einfach ein Platzhalter drin stehen. Also nochmal, für den Auftraggeber, für eine Vertragserfüllung ist eine Seite barrierefrei, wenn alle
zu der Konformitätsstufe gehörenden Erfolgsfaktoren erreicht sind und nichts stört. Nochmal, was stört? Audioelemente, blinkende oder flackernde Elemente. Und jetzt habe ich noch was. Wer hat es leider im Einsatz? sich bewegende Elemente, die nicht gestoppt werden können, sind ein Ausschlusskriterium. Denn Menschen mit einem Aufmerksamkeitsdefizit können sich nicht mehr auf den Text konzentrieren, wenn sich etwas bewegt. Also angenommen, ihr habt einen großen Slider, der den ganzen Bildschirm füllt und weg ist, wenn man klickt, ist okay. Wenn ihr aber was habt, wo oben ein Slider ist, was ja ganz lange Zeit ganz große Mode war und drunter steht der Text, dann ist das nicht barrierefrei. Und es gibt ja das Alles-oder-Nichts-Prinzip, das so ein bisschen schwanger geht nicht. Also die Seite ist entweder barrierefrei oder sie ist nicht barrierefrei. Wenn eine Gruppe ausgeschlossen ist, nämlich die Leute mit der Aufmerksamkeitsstörung, dann ist die ganze Seite nicht mehr barrierefrei. Ja, und das eine, der Fokus ist heilig, ja. Also, wenn einer nicht mehr mit dem Fokus zurückkommt, ist das halt auch nicht barrierefrei. Das sind diese Störfaktoren. Jetzt, wenn wir also die Webseite entwickeln, dann können wir einige Tools einsetzen. Und das Übliche ist der Firefox Web Developer Toolbar. Das habt ihr wahrscheinlich so und so, das hat jetzt nicht unbedingt mit der Barrierefreiheit zu tun. Aber es gibt was ganz Tolles. Das ist dieses Wave. Das ist, da könnt ihr online, ihr ruft das auf, das ist eine Validator, wie zum Beispiel der HTML-Validator. Ihr ruft das auf, gebt eure URL ein und der macht so einen automatischen Test über die ganze Seite. Das sieht dann ungefähr so aus. Ihr seht hier, der hat zum Beispiel getestet, ob hier ein Alttext ist. Er hat festgestellt, dass das H1 für die ganze Seite gilt. Er hat mir aber eine Warnung hingesetzt, und zwar bei den Kontrasten. Obwohl ich die Kontraste so sorgfältig aufgebaut habe, meldet er mir an einer Stelle, dass der Kontrast nicht stark genug sei. Und ich denke mir, ja, das ist so eine Unverschämtheit. Und dann habe ich aber nachgeschaut. Und es hieß, ist nicht ausreichend für Stufe 3a. Das wollte ich aber, hatte ich nicht angestrebt. Und insofern war es dann wieder okay. Zwei Minuten noch? Ja. Das Resümee ist also, dass Barrierefreiheit schwer zu erreichen ist, dass es lange Schulung erwartet. Und jetzt nochmal, Barrierefreiheit ist ein Wort, das ich nicht mag. Denn es gibt immer Barrieren. Wenn ihr hier schaut, dieses Gebäude hat eine Freitreppe. Das ist eine Barriere und die geht auch nicht weg. Der Sinn der Barrierefreiheit ist, es accessible for all zu machen. Und deshalb gibt es hier zum Beispiel eine Rampe. Also, wenn ihr eine Website barrierefrei haben wollt, heißt es nicht, dass alles barrierefrei sein muss von Anfang an, auf den ersten Blick. Es heißt, dass jede Barriere, die da ist, umgangen werden kann vom Behinderten, sodass er auf irgendeine Weise zu der Information kommt, die er braucht. So, diese Präsentation werde ich dann zur Verfügung stellen auf mlq.com today.
wäre ich am Ende meiner Ergüsse und bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören.